abzuschlachten, nur mit der, wie vorhin so hübsch gesagt wurde, damit die Grenzen arrondiert werden. Mit dem Argument kann nun wirklich jeder, der in Krieg zieht und andere Länder überfällt, sagen, auch die Grenze unseres Landes gefällt uns gerade nicht so gut. Wir müssen mal ein bisschen andere Länder überfallen, damit das glatter dazu geht. Es ist eine Frage der Wertigkeiten und ich finde diesen Rummel ziemlich abstoßend und die preußischen Tugenden, die sogenannten, was heißt das immer? Was heißt Sparsamkeit? Wenn Sparsamkeit bedeutet, wie bei ihm, wie Friedrich II., die Hälfte des Staatshaushaltes geht für Kriege drauf, dann wird auf Kosten der unten gespart, die am Hungern sind, die auswandern müssen zum Teil, weil sie nicht mehr existieren können, damit sozusagen oben Prachtentfaltung, Kunstsinnigkeit, Ästhetik, aber eben auch Waffen angeschafft werden können. Da ist meine Wertigkeit ganz klar. Ulrich Matthes, wie entscheiden Sie, was schwerer wiegt für Sie an dem, an dem Bild Friedrichs II.? Ist es das aufgeklärte Herrschertum, was er zumindest mal als ein Ideal beschreibt? Ist es der Toleranzgedanke? Ist es, dass er die Angriffskriege geführt hat, seine Untertanen zum Kadavergehorsam verpflichtet? Also ich habe zum Thema Preußen ein, wie soll ich sagen, augenzwinkerndes und eher ironisches, durchaus auch selbstironisches Verhältnis. Als gebürtiger Berliner kann man ja gar nicht anders als erstmal auch irgendwie Preuße sein. Für mich ist aber erstmal Preußen, also Preußen ist passé. Und Preußen ist aber, wie soll ich sagen, offensichtlich ja nicht, wenn es in Ihnen fortlebt. Naja, der Begriff Preußen, sagen wir mal so, der Preußen ist eine Projektionsfläche, eine Art von Sehnsuchtslandschaft. Preußen bedeutet für mich persönlich, sagen wir mal, Fontane lesen, Kleist spielen, Schinkel angucken, durch Sanssouci spazieren gehen. Das ist für mich Preußen. Und dieses Remi-Demi um Friedrich den Großen benutze ich ganz persönlich dazu. Dazu bin ich viel zu neugierig, anlässlich dieses runden 300. Geburtstages mich mal ein paar Stunden hinzusetzen und mir Dinge anzueignen, die ich vorher nicht wusste. Mhm. Und da finde ich so einen Typ wie Friedrich den Großen erstmal wahnsinnig interessant. Und ich verbiete mir es sozusagen, aus der Distanz von 300 Jahren zu einem Peng-Urteil wie Frau Ditfurth zu kommen. Sondern ich versuche erstmal so viel wie möglich zu lesen. Und da gibt es Dinge, die in der Tat verstörend sind. Da gebe ich Ihnen recht. Es gibt aber auch Dinge in seinem Briefwechsel, in seinen schriftlichen Äußerungen, die ich hoch anregend finde, die ich interessant finde und die was mit mir machen. Und mit dieser Anregung versuche ich umzugehen. Das ist in dieser gegenwartsbesessenen Zeit, die sozusagen, wo die Gegenwart vor sich hin rast in den Medien, finde ich es geradezu wohltuend, mich mal einen Nachmittag hinzusetzen und mich 3 Stunden mit Friedrich dem Großen auseinanderzusetzen. Bravo. Und ich selber empfinde das gar nicht als irgendwie konservativ oder altmodisch oder Preußen begeistert, sondern das ist ein grundsätzliches Interesse an Geschichte. Also, Ulrich Matthes. Gregor Gysi liest zwar viel, entscheidet aber noch nicht, was für ihn schwerer wiegt, findet anregend, was er über, wie er ihn nennt, Friedrich den Großen liest. Was wiegt für Sie schwerer, nach dem, was Sie gehört haben, auch von Jutta Ditfurth und Richard von Weizsäcker? Ist es die Toleranz, der Hang zur Aufklärung, der Angriffskrieger, der Kadavergehorsam? Wie entscheiden Sie? Natürlich ist er vor allem auch ein Militarist gewesen und hat zum Beispiel die Schlesischen Kriege ja zu keinem anderen Ziel geführt als zur Eroberung Schlesiens. Und zwar im Interesse Preußens. Beim Siebenjährigen Krieg ist es schon ein bisschen anders, aber ich will da gar nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube, wir dürfen 2 Fehler nicht machen. Der eine Fehler ist, unsere heutigen Maßstäbe überhaupt nicht gelten zu lassen. Mhm. Und der andere Fehler besteht darin, so zu tun, als ob unsere heutigen Maßstäbe vor 300 Jahren gegolten haben. Natürlich nicht. Ich möchte
dass wir mal ein, ich nenne die NS-Zeit aus, das ist eine reine Verbrechenszeit, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber ansonsten möchte ich, dass wir mal ein unideologischeres Verhältnis zu unserer Geschichte bekommen. Ich habe mit Russen gesprochen über ihre verschiedenen Zaren, was die alles Böses gemacht haben. Aber dann sagten die auch immer, ja, du musst aber auch die Seite sehen und jene Seite sehen. Oder die Französinnen und Franzosen, wie die mit Napoleon und Jeanne d'Arc und allen möglichen Figuren in ihrer Geschichte umgehen. Und wir betrachten selbst die Schlacht vom Teutoburger Wald neun nach der Zeitrechnung aus unserer heutigen ideologischen Sicht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Man muss die damalige Zeit und die Umstände zur Kenntnis nehmen. Damals gab es eben nur Herrscher dieser Art. Es gab ja, oder so gut wie nirgendwo, auch nur den Ansatz einer Demokratie. Aber, und das möchte ich auch einwenden, die Tatsache, und das kriegt man nicht weg, dass die Nazis ihn auch zum Teil missbraucht haben, zum Teil natürlich auch nicht, um daraus die Galionsfigur für Kriege zu machen, etc. Das hat natürlich dazu geführt, dass die vier Alliierten, waren ja alle vier übrigens, 45 gesagt haben, Schluss mit Preußen, nie wieder Preußen, etc. Und das hat dann auch eine bestimmte Sicht geprägt, über längere Zeit, bis dann wieder auch eine Differenzierung stattfand. Aber nun sagen Sie mir mal einen Herrscher, der nicht auch irgendwas Gutes gemacht hat. Also ich meine meistens, es gibt wirklich wenige Ausnahmen. Trotzdem, ich weiß, dass er die Aufklärung irgendwie mochte. Ich weiß auch, dass er bestimmte Dinge zunächst eingeführt hat, die eben sein Vater noch nicht eingeführt hat. Übrigens noch tragischer als seine schwere Kindheit finde ich ja seinen Fluchtversuch. Und sein Fluchtversuch endete damit, dass er in die Festungshaft kam und sein Freund, der ihm geholfen hatte, hingerichtet wurde. Ich weiß gar nicht, wie man damit lebt, dass dein Freund hingerichtet wird, weil er dir geholfen hat, ja, und du zugucken musst. Ich meine, das ist ja eine solche Zumutung. Ich glaube, ich wäre danach schwer gestört gewesen. Aber ansonsten zu den preußischen Tugenden möchte ich Ihnen noch gerne was sagen. Also, wenn man darunter sowas versteht wie mich, wäre es ja ganz nett. Aber. Jetzt, klar, war ja nur ein Scherz. Was ich sagen will, an Vorurteilen über Leute ist immer ein bisschen was dran, aber es stimmt nie wirklich. Ich kenne ganz unordentliche Preußen. Und über die Schwaben wird immer gesagt, dass sie geizig sind. Ich kenne richtig großzügige Schwaben. Danke sehr. Das heißt, ich muss mal sagen, das sind auch, das setzt sich immer so fest, ja. Aber natürlich habe ich auch ein paar Eigenschaften, die könnten Sie damit vergleichen. Aber ich bin zum Beispiel nicht besonders pünktlich. Was heißt das nun? Also, verstehen Sie, ich glaube, an diese Sachen glaube ich immer nicht. Oh. Alle Eigenschaften gibt es immer bei allen Menschen, ganz egal, wo sie geboren sind. Und deshalb. Wir fragen aber ja nach dem Vermächtnis Friedrichs II., mit dem man sich natürlich aus Anlass seines 300. Geburtstags allemal beschäftigen kann. Guido Knopp, Sie beschäftigen sich auch aus anderen Anlässen mit der Geschichte. Sie haben das zu Ihrem Beruf gemacht. Sie sind promovierter Historiker. Wäre mein Hobby, wenn es nicht mein Beruf wäre. Ja, also haben Sie Ihr Hobby auch gleich zum Beruf gemacht. Das Vermächtnis Friedrichs II. Wir haben viel anklingen lassen jetzt schon. Ist es für uns Deutsche mehr Fluch oder mehr Segen? Oder liegt eben alles immer mit allem in der Mitte zusammen? Ich bin ja kein Preuße, ich bin Beutebayer. Und da Franz Josef Strauß mal gesagt hat, in der alten Bundesrepublik, die Bayern sollten bitte die letzten Preußen sein, bin ich nicht ganz inkompetent. Es ist so bei Friedrich und auch bei der Tradition Preußens, wie die preußischen Landesfarben sind, schwarz und weiß, so ist auch das Erbe. Sowohl was Friedrich betrifft, als auch was Preußen betrifft. Sie können eines sagen, und das Gegenteil davon ist immer auch richtig. Er war der feinsinnige Kunstsachverständige, er war der brutale Krieger, er war der aufgeklärte Herrscher, er war der absolutistische Herrscher. Er war derjenige, der gesagt hat, die Gazetten dürfen nicht geniert werden und hat trotzdem weiterhin Zensur betrieben. Nicht in den Feuilletons, die nicht, aber in den politischen Berichten allemal und ja. Und die Toleranz, das wurde ja schon gesagt, klar, galt für die vielen Leute, die rein sollten nach den Schlesischen Kriegen. Aber was Juden betraf, die wurden in sechs Gruppen eingeteilt. Und die unterste Gruppe, die wurde ganz miserabel behandelt, was sie nicht daran hinderte, dass jüdische Leute, die die Münzen prägten, die die Münzprägungen beaufsichtigten, für ihn die Münzen im Silbergehalt runtermachten, damit er da seine Kriege finanzieren konnte. Also, das Fatale ist, und das hat Gregor Gysi schon gesagt, dass diese Erfolgsschiene, die Friedrich ja letzten Endes hatte, indem er Schlesien doch eroberte letzten Endes in drei Kriegen, mit diesem fatalen Durchhalten, was er am Ende
bis zum Mirakel des Hauses Brandenburg, als plötzlich die Zarin Elisabeth starb und Zar Peter, ein Verehrer, an die Macht kam, der Krieg aus russischer Sicht beendet wurde. Das war für ihn die Rettung. Ansonsten wäre er in nichts der Geschichte gelandet. Und dieses Element des Durchhaltens um jeden Willen hat ja Hitler für sich adaptiert. In Hitlers Zimmer im Bunker in Berlin hing das Bild von Friedrich dem Großen. Ja? Und er hatte auch auf diese Geschichte gehofft. Zur Verteidigung muss man sagen, dafür konnte Friedrich der Große nicht. Dafür konnte Friedrich nicht, aber die falsche Interpretation, die Fehlinterpretation, dass Durchhalten um jeden Preis etwas bringt und dass auch Präventivkriege etwas bringen, das war ja das Element der preußisch-deutschen Generalität 1914. Thomas Mann hat mal Friedrichs Überfall auf Schlesien verglichen mit dem deutschen Überfall, Präventivkrieg gegen Belgien, der den Kriegseintritt Englands brachte. Also die Wirkung ist eine fatale, schwarz-weiß-rot ist diese Tradition, die 45 endete. Ich halte mich eher an die schwarz-rot-goldene Tradition der deutschen Geschichte und die ist nicht unbedingt preußisch. Also lässt sich gar nicht entscheiden, was dann schwerer wiegt? Schwerer wiegt im Grunde die Last, nicht das Vorbild. Das gibt es in vielen, vielen Belangen. Aber letzten Endes wiegt die Last der preußischen Geschichte, weil Preußen es nicht vermochte, dass es in diese Richtung kam, führte, wobei wir nicht die Gegenbewegungen verneinen dürfen. Ein glänzendes Beispiel von preußischem Denken war der militärische Widerstand. 80% der führenden Vertreter des militärischen Widerstands waren Preußen gewesen, Vertreter der alten preußischen Adelsgeschlechter. Nehmen Sie Henning von Treskow beispielsweise, Schwerin von Schwanenfeld und andere. Und dass die, und das waren auch preußische Tugenden, beschlossen hatten, sozusagen um den Einsatz ihres Lebens den Tyrannen an der Spitze, ein Österreicher im Grunde im Übrigen, umzulegen, umzubringen. Ja? Darauf können wir stolz sein. Das ist ein Erbe, auf das wir bauen können. Ein Großteil der Widerstandskämpfer war in Ihrem Infanterieregiment, dem Regiment 9, wegen der vielen adligen Mitglieder auch Graf 9 genannt. Und ja, mit den adligen Mitgliedern hat das wenig zu tun. Ich war in der Tat im Infanterieregiment 9. Das war die Tradition des sogenannten 1. Garderegiments zu Fuß. Und das geht noch auf den Vater vom alten Fritzen zurück. Ich meine, wir sind hier in einer etwas schwierigen Lage. Es ist leicht, dem alten Fritz schwere Vorwürfe zu machen. Es ist schwer, den alten Fritz mit den Fähigkeiten, die er hatte, als etwas in unserer ganzen deutschen Entwicklung doch sehr Wichtiges auch klar zu definieren. Darf ich noch einmal auf meinen Freund Immanuel Kant zurückkommen, der ja also aus Königsberg bekanntlich stammt. Der hat das 19. Jahrhundert als das Jahrhundert der Aufklärung geprägt und gesagt, dazu hat niemand so entscheidend beigetragen wie der alte Fritz. Er hat das in einer Form getan, der alte Fritz, von der man, wenn man etwas weit in der eigenen Fantasie herumschweift, sagen kann, er hat uns durch die Art und Weise, wie er die Aufklärung ernst genommen hat, so etwas erspart wie das, was die Franzosen mit der Französischen Revolution machen mussten. Die Französische Revolution hat, ja, na, da wurden erst mal allzu viele Leute einfach umgebracht, wegen der Revolution. Und was aus der Revolution herausgekommen ist, ist etwas, was die Franzosen bis zum heutigen Tage außerordentlich bewundern, nämlich Napoleon. Warum bewundern sie den eigentlich so? Ich meine, wenn wir so etwas wie die Französische Revolution im Jahr 1789 gehabt hätten. Ja, dann wäre unsere Geschichte ganz anders verlaufen. Dann wäre die Geschichte vollkommen anders verlaufen. Das und dass sie in Preußen nicht zustande gekommen ist,
hängt natürlich schon wirklich mit der Aufklärungstätigkeit vom alten Fritz zusammen. Warum hat denn Benjamin Franklin der Amerikaner? Warum schütteln Sie schon den Kopf, wenn ich den Namen Benjamin Franklin nenne? Nein, für den Satz davor galt das. Da habe ich Widerspruch. Und den melde ja, ich das einfach schon mal an. Das ist ja wunderbar. Ja. Danke. Ich meine nur, Benjamin Franklin hat dann so das Gefühl gehabt, die Art von Aufklärung, die der alte Fritz versucht, in Preußen zur herrschenden Maxime des Zusammenlebens zu machen, ist zum ersten Mal auf europäischem Boden eine Grundlage für das, was wir neuen Amerikaner, die wir dort zusammengekommen sind, es uns als gerechtfertigt erscheinen lässt, mit denen einen völkerrechtlichen Vertrag zu schließen. Ich meine, ob das dann letzten Endes viel gebracht hat und klug war, das lasse ich vollkommen offen. Ich will nur sagen, die Aufklärung war von entscheidender Bedeutung. Er wollte keine Kirchen in seinem unter seinen Beratern und so weiter haben. Er wollte seinen Leuten sagen, was sie denken wollen, das sollen sie selber versuchen herauszufinden. Und dabei können sie sich natürlich auch irren. Aber ich bin hier in einer komischen Lage, dass ich als Schwabe, ich bin 500 Meter vom Stuttgarter Bahnhof zur Welt gekommen. Ich bin wirklich Schwabe und habe mit großer Freude bei dieser Versammlung, die wir da zu Ehren vom alten Fritz gestern oder vorgestern in Berlin hatten, festgestellt, dass die Stammburg der Hohenzollern in Württemberg steht. Ihr Widerspruch, Frau Dittfurth. Darf ich dann als Preuße noch eine Lanze für die preußischen Tugenden danach brechen? Ja, sehr gerne. Aber Sie wollten widersprechen. Ja, ich will gerne widersprechen. Aber was wir jetzt hier machen, ist so ein Zickzack durch deutsche Geschichte. Und da kann man nur einen Punkt, es ist eine Talkshow, da ist nicht viel Platz. Wir haben ja kein historisches Seminar. Deswegen muss ich mir was rauspicken. Und die Betonung, dass die Aufklärung nun so zentral aus Preußen kam, dem widerspreche ich auch sozusagen. Nicht aus Preußen kam. Na gut, aber eine zentrale Rolle hatte und bewundert wurde. Nein, sondern von dem Menschen. Ich möchte gerne, ja, er war insofern modern, Herr von Weizsäcker, dass er wusste, hat das nicht so genannt, was ein Image war. Das heißt, er wusste, dass er sich eine bestimmte Diskussion, das war ein Teil seiner alten Wurzel, einfügte. Ja, ja. Und deswegen war Voltaire interessant, andere Gesprächspartner, Briefpartner. Aber gleichzeitig hat er im eigenen Land davon wenig umgesetzt. Das sogenannte Folterverbot blieb geheim. Das heißt, die Leute wurden weiter gefoltert. Angst davor haben. Die Traubenschraube wurde ersetzt durch den knochenzerbrechenden Prügel. Also das auf der Oberfläche, auf der Ebene der PR, des Images international, hat er versucht, über sich ein anderes Bild zu schaffen, als das, was dort Alltag war. Nee. Ich habe einen ganz zentralen Widerspruch, den würde ich gerne noch sagen. Und zwar, das eine ist, dass man immer sozusagen das abnicken kann, die Nazis haben Preußen und irgendwelche Umdeutungen gemacht und das missbraucht. Das können wir jetzt da beiseite stellen. Was ich aber hochinteressant finde, ist, was Sie ganz vorhin gesagt haben, dass in Ihrer Familie das nicht... Ich kann nur sagen, jetzt mal über meine Familie, über das, was ich an adliger Verwandtschaft habe, an uralten, alles preußischen Familien, dass da Preußen in einer unglaublich antidemokratischen und reaktionären Tradition ein Thema im 19. erstes halbe Jahrhundert, im zweiten halben Jahrhundert, in allen Briefen vor dem Ersten Weltkrieg und ganz extrem zur Zeit in 20er Jahren zum Faschismus hin war. Und dass das Traditionen waren, die dieser wunderbare Adel, von dem ein viel zu kleiner Teil dann sehr, sehr, sehr späten Widerstand machte, als die Niederlage drohte und einem das doch langsam unangenehm war, dass man da aufs falsche Pferd gesetzt hatte. Da waren auch ein paar Ehrenwerte dabei, die will ich ausnehmen. Das heißt, man hat so lange auch mit einer preußischen Interpretation der Welt und der deutschen Gesellschaft den Faschismus mit befördert, einschließlich aller Schrecklichkeiten des Militarismus und des Antisemitismus. Und hat sich dann irgendwann davon abgesetzt. In allen Familien, in allen